Ja, ähm, war natürlich äh, mit der Diagnose äh, am Anfang sehr überfordert, wusste nicht so zurecht, wie ich damit umgehen soll. Ähm, war ja wirklich auch schon lebensbedrohlich zwischenzeitlich. Ähm, dagegen, da macht man sich schon äh, viele Gedanken, aber meine Familie war da, äh, hat mich gut unterstützt. Und ähm, ich habe viel aus der Sache gelernt. Ähm, ich habe vieles äh, in meinem Leben umgestellt. Ähm, ich lebe jetzt viel bewusster. Ich habe versucht, ja, die Krankheit äh, in was Positives umzuwandeln und einfach viel mehr Energie, viel, vieles Positive darin zu sehen. Und ich glaube, das ist mir am Ende gut gelungen. Und darauf bin ich auch stolz, äh, weil das nicht immer selbstverständlich ist. Und ich bin einfach sehr glücklich, dass ich jetzt eigentlich viel fitter und ja, viel stärker zurückgekommen bin. Ja, ich war völlig platt. Ähm, da habe ich schon gemerkt, okay. Die 90 Minuten, die spüre ich extrem. Aber ich muss sagen, ja, so im Spiel hatte ich das Gefühl, dass ich eigentlich fit bin. Klar, so die letzten 15, 20 Minuten habe ich immer gemerkt, dass die Kraft weiter nachlässt. Aber ich bin froh, dass ich das bis zum Ende durchziehen konnte und wir auch gewonnen haben. Erstmal freue ich mich, dass ich äh, wieder vor unserem eigenen Fans auflaufen kann. Ich war die ganze Zeit immer wieder im Stadion und habe die Spiele von der Tribüne aus angeschaut und habe immer wieder gesehen, wie toll unsere Fans uns unterstützt haben. Ähm, das ist natürlich wahnsinnig und das hilft uns extrem in so einer Situation. Ähm, ich glaube, jeder ist das auch bewusst und jeder spürt das auch. Und deswegen freue, mich, freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt... Ähm, ähm, ja, dass ich jetzt wieder mein erstes Heimspiel sozusagen vor unseren Fans habe. Und ja, natürlich wollen wir auch äh, jetzt gegen Berlin äh, ja, Zeichen setzen und einfach darauf aufbauen und mit unseren Fans im Rücken das Spiel gewinnen.